Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich bin gerade auf dem Weg zu frühstücken oder eher gesagt Mittag zu essen und dann schaue ich mir mit zwei Mädels aus dem Hostel noch hier irgendein Schloss an, das es hier in Naha gibt. Ich habe nämlich heute mal wieder einen Tag frei und dachte, ich filme heute mal wieder ein bisschen was. Schau dich mal das an, wir haben irgendwelche Nudeln bekommen mit Käse und Hackfleisch, es sieht mal richtig nice aus. Wir haben richtig lecker gefrühstückt, Leute, und jetzt geht's zum Monorail und dann fahren wir auf die andere Seite der Stadt und schauen uns mal das Schloss an. Und heute Abend machen wir vielleicht noch eine kleine Abschiedsparty für mich, weil es schon einer meiner letzten Tage ist. Leute, hier gibt's giftige Schlangen. Richtig krass. Das war's vom Naha Castle und wir sind wieder zurück in der Monorail und ich fahre wieder zurück ins Hostel, Leute. Aber schaut mal, wie schön das hier gerade aussieht. Es geht doch noch nicht ins Hostel, wir gehen jetzt noch zum Strand hier in Naha und schaut euch mal die Farbe von diesem Fluss hier an, der durch Naha durchgeht und die rennen hier weg. Ah! Wir sind am Strand angekommen, Leute, und schaut euch mal diesen wunderschönen Strand an. Der hat auch eine ganz geile Aussicht. Schaut mal, eine Brücke. Geil. Und Palmen hat es am Start. Geil. Geil. Ja. Und jetzt laufen wir hier noch ein bisschen rum. Da oben gibt es auch noch einen Tempel hier hinten. Den wollen wir uns vielleicht auch noch angucken. Und dann geht's wieder zurück zum Hostel. Wir haben uns jetzt gerade hier den wunderschönen Sonnenuntergang angeschaut, Leute. Guckt euch das an, richtig nice. Und ja, keine Ahnung, wir chillen hier. Und ja, jetzt geht's dann noch, glaube ich, gleich wieder zurück ins Hostel. Und da bin ich mal gespannt, ob wir heute Abend meine Abschiedsparty machen oder ob wir die erst morgen machen. Schauen wir mal. Wir sind jetzt gerade noch im Supermarkt und schaut mal, was es hier hat, Leute. Das ist ein Schweinekopf. Mit Sonnenbrille. Wir sind endlich wieder zurück im Hostel und es ist die Hölle los. Schaut euch das mal an. Huhu. Es ist der nächste Tag. Ich war gerade mit ihm joggen. Sind gerade zurückgekommen. War richtig anstrengend. Seit langem mal wieder Sport gemacht. War auch mal nice. Jetzt gehe ich gleich duschen und dann tue ich meine Abschiedsparty vorbereiten. Die ist nämlich heute. Heute ist auch mein letzter Tag hier. Und ja, schauen wir mal, was heute Abend so geht. Und morgen geht es dann ins nächste Land, Leute. Ich bin schon mega gespannt, wie es wird. Endlich wieder reisen. Ich habe jetzt 3 Wochen gechillt. War richtig angenehm. Wir haben jetzt 4 Uhr und Hero hat es auch endlich mal aus dem Bett geschafft. Good morning, Hero. Hey, good morning. Und wir gehen jetzt einkaufen für mein kleines Abschiedsfest. Ich weiß aber gar nicht, was ich kaufen soll. Ja, wir haben einfach 4 Sixer Bier gekauft und das war's. Das Lustige ist, das wird natürlich auch wieder vom Hostel bezahlt. Keine Ahnung, irgendwie der Manager ist übel cool, der da arbeitet. Immer wenn irgendeine Party ist, zahlt er einfach alles. So geil. Schaut mal das an, Leute, richtig cool. Das ist das Abendessen für heute. Nice.
Die Einheimischen essen hier immer fermentierte Sojabohnen, also das ist sowas ähnliches wie Tempeh, nur dass das hier irgendwie zum Kotzen schmeckt. Ich habe das gerade mal probiert. Oh. Wir hatten ein paar Drinks und jetzt gehen wir noch ins Ole und spielen ein bisschen Billard und vielleicht ein bisschen Dart. Und ja, wir sind noch ein paar Leute aus dem Hostel mit dabei und so, ist ganz cool alles. Und ja, morgen früh muss ich um, glaube ich, 6.30 Uhr aufstehen. Ja, richtig kacke. Und ich werde Okinawa so vermissen. Besonders die Leute aus dem Hostel, das war einfach der Shit hier. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Platz hier an. Müssen wir irgendwie 500 Yen Eintritt zahlen und kann dann alles umsonst spielen. Wir haben Dart, Billard und Tischtennis gespielt und leider ist es jetzt schon 3 Uhr und ich muss in 3 Stunden schon wieder aufstehen, was sehr schade ist. Und ja, ich werde die Jungs hier auf jeden Fall sehr vermissen. Oh. Und ja, war ein cooler Abend. Und jetzt geht's wieder zurück ins Hostel und versuche ein bisschen zu schlafen. Und ja, dann stehen wir gleich wieder auf, gell? Ja, Leute, ich habe gerade mal ausgerechnet, in genau 4 Stunden muss ich aufstehen. Deswegen werde ich jetzt versuchen zu schlafen. Und die Jungs wollen mich morgen früh zum Flughafen fahren. Ich bin mal gespannt, ob das klappt oder ob die mich abficken. Ja, bis gleich. Guten Morgen, Leute. Ich habe es tatsächlich geschafft, aufzustehen. Und Hiro bringt mich jetzt zum Flughafen. Und wir haben jetzt irgendwie 7.20 Uhr. Ich bin total fertig. Oh. Ja, und ihr habt mir auch noch 2 Spenden geschickt. Und zwar einmal vom Günther. Der bedankt sich für die 1,5 Jahre Unterhaltung. Richtig nice. Vielen, vielen Dank dir, Günther. Und jetzt kommen auch wieder mehr Videos. Und einmal 5 Euro vom Kylo. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und ja, er sagt, es ist richtig nice, um sein Jurastudium zu überbrücken, meine Videos zu schauen. Mega. Und ja, dir viel Erfolg bei deinem Jurastudium. Und ich würde sagen, ich beende das Video jetzt. Und wir sehen uns dann gleich am Flughafen wieder. Und dann wisst ihr auch im nächsten Video, wo es hingeht. Einige von euch wollten sogar, dass ich da hinfliege. Aber ich bleibe dann nur so 4-5 Tage und dann geht es schon ins nächste Land, also nur zum Transit. Und ja, seid gespannt, wo es hingeht. Lasst mir auf keinen Fall einen Daumen nach oben da und lasst mir auch auf gar keinen Fall ein Abo da. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.